Nächster Versuch. Das wird immer zu lang, das Video. Ich wollte es eigentlich nur kurz zeigen und kurz erklären, wie ich das jetzt installiert gekriegt habe. Wollte ich euch nur zeigen und einmal kurz schnell die Kommentare beantworten. Und zwar, ich habe probiert OpenJDK 15er Version, 14er habe ich jetzt nicht probiert, Java probiert, ich habe probiert mit Öffnen mit und dann alles ausprobiert, geht nicht. Windows 7 funktioniert halt, das geht. Ich weiß nicht, ob das hier an meinen Sicherheitseinstellungen liegt oder wie das hier heißt. Nur schnell hier die Datenschutz. Da habe ich alles hier, Aufgaben, Messe, Funktechnik, das ist alles aus, brauche ich nicht. Hier Hintergrund-Apps, alle aus, brauche ich alles nicht. Wenn das dazu führt, dass Windows hier mit Java und den ganzen Kram das nicht hinhaut, dann ist Windows scheiße programmiert. Windows 7 habe ich solche Probleme nicht. Da ist auch nicht so viel zu konfigurieren. Da ist nicht so viel zu machen. Ich habe gegoogelt, ob es nicht noch einen anderen Weg gibt. Und weil da kam ich nur drauf, weil ich über Linux überlegt hatte. Die haben ja auch nicht mit Doppelklick und Installieren. Da musst du ja mit dem Terminal per Kommandozeile arbeiten. Windows bietet das ja auch mit der Eingabeaufforderung. Jetzt zeige ich euch mal schnell, wie das funktioniert hat bei mir. Nee, muss ich erstmal auf die andere SSD. Ach, Mikrofon, du bist im Weg. Und zwar ja, habe ich gegoogelt und ich weiß nicht, auf welcher Google-Seite ich war, bis ich dann gesehen habe, wie das funktionieren soll mit Java. Ich stecke nicht so tief drin mit Java. Java benutze ich eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Java minus ja und dann nicht i, sondern o. Das, die G7, das ist die neueste Version. Und wenn ich jetzt Enter drücke, kommt Fehler. Da bin ich bald ja schon, habe ich gedacht, Alter, jetzt wollt ihr mich verarschen. Das soll funktionieren, funktioniert nicht. Es funktioniert aber doch. Der Fehler ist, musste ich eigentlich sonst nie angeben bei DOS-Sachen. Na, komm her. Dateiendung. Und schon funktioniert es. Ganz ehrlich. So funktioniert das bei Windows 10 bei mir über die Eingabeaufforderung. Bei Windows 7 brauche ich bloß Doppelklick drauf machen und dann kommt auch dieses Fenster. Ob das jetzt an den Einstellungen liegt bei Windows, ich weiß es nicht. Wenn es da dran liegt, dann ist Windows 10 wirklich scheiße programmiert. Ist genauso wie dieser Vista-Unfall, den sie da produziert haben. Ja. Aber es funktioniert jetzt. Meine Meinung über Windows 10 bleibt die gleiche. Es ist ein Drecksbetriebssystem. So viele Probleme hatte ich eigentlich noch nie. Seit Windows XP und Windows 7 hatte ich nie solche Probleme gehabt mit Windows. Nicht mal mit Windows 3.1. Bei Windows 98, da fing das dann an mit diesen ganzen, das will nicht, das will nicht, jenes will nicht, Programme hier, Programm da, das und das will nicht und hin und her. Das war bei Windows 98. Das ist fast vergleichbar wie Windows 98. Naja, gut. Das soll es bis hierhin gewesen sein. Es funktioniert. Ich habe es jetzt installieren können. Über die Eingabeaufforderung. Aber bis man da hinkommt, ja. Und Optifine, da gibt es eine Anleitung für, wie das funktionieren soll. Das ist einfach nur Java installieren, doppelklicken, fertig. Dann soll das so funktionieren. Dafür ist es auch geschrieben, dafür ist es auch gemacht. Naja, gut. Egal, was soll's, ich hab's jetzt drauf. Wollt's nur nochmal zeigen und dann wisst ihr jetzt Bescheid. Es funktioniert. Ich habe andere, den ganzen anderen Kram, den ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, habe ich alle probiert. Die haben alle nicht hingehauen. Und ob das an meinen Einstellungen hier bei Windows liegt, möglich. Ich möchte aber auch die Einstellungen nicht wieder umstellen. Ich schalte alles ab und deinstalliere alles hier auf dem Rechner, was ich alles nicht brauche. Und wo ich nicht will, dass Windows da Zugriff drauf hat. Ich will nicht, dass Windows Zugriff auf meine Bilder hat, auf meine eigenen Dateien, auf meine Word-Dokumente, auf meine E-Mails, auf eigentlich auf alles. Das will ich nicht, also schalte ich den Kram aus.
Wenn das dazu führt, dass die Software nicht drauf funktioniert, ist Windows wirklich beschissen programmiert. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. So. Und ja, ich weiß, es gibt Linux, aber Linux ist ein anderes Thema. Das würde das Video jetzt nicht wieder zu lang werden lassen. Glaubt mir, bei Linux geht nicht das, was ich machen will. Punkt. Da braucht ihr mir jetzt nicht kommen mit, da gibt es so und so viele Möglichkeiten. Alles ausprobiert, funktioniert nicht. Punkt. Braucht ihr mir ja nicht drüber kommen, bei Linux geht das ja so und so. Braucht ihr nicht kommen. Habe ich alles ausprobiert, braucht ihr mir nicht sagen. Ich werde da auch nichts weiter zu sagen. Das kann ich mal in irgendeinem anderen Video machen, aber nicht in diesem. Und damit ist das Video hier zu Ende. Und dann sehen wir uns morgen an meinem Geburtstag im Stream wieder. Da werde ich eine Platine löten. Die habe ich schon soweit vorbereitet. Eventuell fange ich auch noch an mit einer zweiten Platine, die ich vorhabe. Mal gucken. Eigentlich wollte ich noch was anderes im Stream machen, aber das hat nicht ganz geklappt. Da, ja, wenn die Sachen nicht ankommen, kommen sie nicht an. Die kommen erst nächste Woche. Dann kommt das in einem nächsten Stream oder anderen Video. Gut, dann bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.